Hallo meine Lieben und willkommen mal wieder auf meinem Kanal hier bei Lethargic Mom. In meinem Kaufrausch-Video vom September Kaufrausch habe ich euch ja meine neue Therapiedecke vorgestellt. Für alle, die das Video nicht gesehen haben, zeige ich euch hier nochmal kurz den Ausschnitt, wo es um die Decke geht. Für alle, die nicht wissen, was das ist. Es gibt Decken, sogenannte Therapiedecken, die enthalten ganz, ganz kleine Gewichte über die ganze Decke verteilt, eingenäht in kleine Taschen und Kissen. Das sind dann so Glasperlen. Ich habe da jetzt nichts gespürt. Die müssen super klein sein, diese Perlen. Also man spürt sie nicht, wenn man da so fühlt. Diese Decken haben ein unheimliches Gewicht dadurch. Und das soll halt therapeutische Zwecke haben. Meine liebe Cousine Tina hatte mir davon schon mal erzählt, vor Jahren, dass sie so eine Decke hat und damit zufrieden ist. Und hatte das aber schon wieder vergessen. Und jetzt ist es mir wieder gekommen. Habe das nochmal gegoogelt und gesehen, ey, das ist ja da genau für sowas. Ne? Einschlafen, durchschlafen. Und zwar haben diese Decken den Effekt dadurch, dass sie so ein Gewicht haben, fühlt man sich automatisch wohl irgendwie instinktiv geborgen und sicher und das sorgt dann dafür, dass man besser schläft, besser einschlafen, besser durchschlafen. Ja, und ich hatte in dem Video ja angekündigt, dass ich euch eine Review zu dieser Decke noch machen wollte, weil ich die Decke zu dem Zeitpunkt, wo ich sie euch vorgestellt habe, erst einen Tag hatte und deswegen noch nicht so eine richtige Review eben machen konnte. So, es sind jetzt inzwischen 14 Tage, fast 3 Wochen vergangen, die ich mit dieser Decke verbringe. Ich muss dazu sagen, ich habe davor ziemlich lange ziemlich schlecht geschlafen. Eigentlich fast nur schlecht geschlafen, schlecht eingeschlafen, schlecht durchgeschlafen. Und das ist tatsächlich mit dieser Decke so gut wie weg. Also ich schlafe schneller ein und ich schlafe auch tiefer und ruhiger in der Nacht. Ich kann es also wirklich nur empfehlen, für alle, die schlecht einschlafen, die schlecht durchschlafen, könnt ihr es mal mit so einer Decke probieren. Das Preis-Leistungs-Verhältnis bei der Decke, die ich gekauft habe, finde ich wirklich auch sehr gut. Also sie ist wirklich von der Qualität her großartig. Was ich allerdings dazu sagen muss, es ist sehr gewöhnungsbedürftig, mit dieser Decke zu schlafen. Wenn ihr es also gewohnt seid, sonst mit einer leichten Decke zu schlafen, einer Federbettdecke oder einer Polsterdecke, Polyesterdecke, was es auch immer gibt, dann ist das schon ein riesengroßer Unterschied, jetzt dieses Gewicht auf sich zu haben. Also ich merke das vor allen Dingen, wenn ich mich nachts umdrehe. Das heißt, ich bin jetzt nicht einmal sicher, ob ich jetzt nachts dann wach werden würde ohne dieses Gewicht, weil ich eben beim Umdrehen dann oft merke, oh, jetzt drehst du dich halt gerade um, weil es eben dieses Gewicht ist, was auf einem lastet. Wobei das jetzt nicht so ist, als ob da jetzt ein Mensch auf einem liegen würde oder so. Es ist schon, ja, also das ist ja eigentlich das, was diese Decke auch bewirken soll, dass man sich so ein bisschen so, ne, eingemummelt fühlt und als ob man so einen Arm um sich liegen hat oder als ob irgendein Mensch nah an einem dran ist. Das soll ja diese Nestwärme sozusagen so als Illusion geben, wenn man eben alleine im Bett ist und trotzdem sich nicht alleine fühlt, dank der Decke. ja, also das ist gewöhnungsbedürftig. Und ich finde, weiß ich nicht. Also dieses Gefühl, was ich sonst so hatte, abends mich ins Bett zu kuscheln, ja, so mit einer weichen, kuscheligen Decke, das hat man dann jetzt nicht so, ne? Also weil die Decke ja doch recht schwer ist und ja, es ist halt nicht so kuschelig vom Gefühl her, ne? Es ist, ja, hat seinen therapeutischen Zweck scheinbar, aber dieses kuschelig, gemütlich, flauschige Gefühl gibt einem diese Decke natürlich nicht, weil sie ja nicht flauschig ist, weil sie ja eben einfach schwer ist. Hier fände ich glatt gut, wenn die sich mal was einfallen lassen würden, so eine Decke zu machen, die vielleicht ein bisschen dicker ist, weil die ist halt relativ dünn und recht schwer. Und vielleicht könnte man, wäre das ja eine Idee für jemanden, der das hier sieht und solche Decken entwickelt, die vielleicht ein bisschen dicker zu machen, dass die halt so trotzdem kuschelig ist. Ich werde das jetzt nochmal probieren, wenn ich meine Biberbettwäsche draufziehe, dann ist ja auch so von der Haptik her, ach, ich kann Worte, ne? Vom Fühlen her ist das dann schon ein bisschen kuscheliger, vielleicht ist es dann besser, aber das fehlt mir so ein bisschen. Also das macht es mir so ein bisschen ungemütlich halt, weil die nicht so weich ist. Aber ansonsten finde ich sie großartig. Also sie verfehlt auf jeden Fall ihre angedachte Wirkung nicht und ich schlafe tatsächlich sehr viel besser, bin dadurch erholter und habe dann natürlich auch mehr Power so tagsüber, was mir sonst ein bisschen fehlte. Ja, also was auch ist, das hatte ich in dem anderen Video auch schon angedeutet, sie ist durch das Gewicht, rutscht sie in dem Bettbezug gern mal hin und her. Also man muss sich schon mal wieder da richtig in Form zupfen, dass sie dann wieder richtig drin ist in allen 4 Ecken und nicht unten rausrutscht. Bettwäsche mit einem Reißverschluss ist dann wahrscheinlich besser als mit Knöpfen, weil da gucken tatsächlich unten diese
Zipfel dann immer raus und ich denke, dass das dann auch teilweise zu Lasten dieser Knöpfe geht irgendwann, dass die dann wahrscheinlich abgehen und sich lösen. Und auch das Aufschlagen der Decke, ne, das ist natürlich auch durch das Gewicht ein bisschen schwerer als mit einer anderen Decke, aber es ist durchaus im Bereich des Möglichen. Ohne Bezug würde ich sie jedoch nicht benutzen. Kann man natürlich auch, man kann die ganze Decke waschen. Aber, boah, also das stelle ich mir echt heftig vor, weil ich meine, die wiegt ja so schon fast 8 Kilo. Ja, ich weiß gar nicht, ob alle Waschmaschinen überhaupt dazu konzipiert sind, so viel Gewicht überhaupt zu waschen. Also meine geht, glaube ich, bis 10 Kilo. Das finde ich schon enorm. Ich glaube, die davor, die hatte gar nicht so. Ich glaube, die hatte 6 oder 8 Kilo, keine Ahnung. Finde ich schon eine Menge Gewicht, ne? Und wenn man sich jetzt nur vorstellt, dass sie dann dabei noch nass ist, ja, ohne Trockner geht da gar nichts. Ich weiß gar nicht, ob die für einen Trockner überhaupt geeignet ist. Das blende ich noch ein, das muss ich dann jetzt erst noch nachgucken. Aber ja, wo will man die dann trocknen und wie? Das wird ja, die wiegt ja dann 20 Kilo oder was, wenn die nass ist. Also deswegen würde ich die nur mit Bezug machen, weil sehr oft waschen möchte ich die jetzt nicht unbedingt. Also mehr als nötig nicht. Ich verlinke euch unten nochmal, wo ich sie gekauft habe. Wie gesagt, ich hatte sie als Preis-Leistungssieger in einem Warentest gelesen zu solchen Decken. Der Testsieger war in dem Test um die 200 Euro, 199 Euro. Und die war halt als Preis-Leistungssieger mit 59,99 Euro. Ist natürlich ein Riesenpreisunterschied. Und da ich es eigentlich nur ausprobieren wollte und nicht einmal sicher war, ob das überhaupt das Richtige für mich ist, war ich jetzt nicht bereit, 200 Euro auszugeben. Ich kenne die andere Decke zwar nicht, wage aber zu bezweifeln, dass es unbedingt wert ist, da jetzt nochmal 140 Euro mehr für auszugeben, weil ich denke, dass die von der Qualität her auch super ist, ohne dass jetzt groß vergleichen zu können, weil ich die andere Decke ja nicht kenne. Aber sie macht halt einen qualitativ guten Eindruck auf mich, was soll ich sagen? Ich wüsste jetzt nicht, was man da jetzt noch besser machen könnte. Außer die andere ist jetzt flauschiger. Das könnte natürlich sein, aber ich glaube es nicht. Das ist auf jeden Fall meine Review zu dieser Decke. Ich kann es empfehlen für Leute, die schlecht schlafen. In diesem Sinne, wenn ihr so eine Decke braucht, guckt unten rein in die Beschreibung, da ist der Link. Ja, ansonsten, wie immer, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann macht das jetzt. Macht die Glocke an. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos von mir. Schreibt eure Kommentare unten rein und ja, lasst eure Likes da. Und ansonsten sage ich dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo. Mann, was ist das hier mit den Haaren? Auf zu. Egal. Damit ihr wisst, worum es sich handelt, falls ihr das Video nicht gesehen habt. Habe ich doch jetzt schon zweimal gesagt, ne? Ordentlich als Unterschied zu... Ich kann heute nicht... Ja, gibt's noch was dazu zu sagen? Oder eben auch schlecht einschläft, schläft schlecht... Meine Fresse! Bettwäsche mit Schlafanzug. Bettwäsche, oh, ich nicht lachen. Ja, da jetzt noch 160 Euro mehr dafür auszugeben, rechnen kann sie auch nicht mehr. Doof. Und, habe ich das schon gesagt? Keine Ahnung. Oh Mann, ey. Glaube ich einfach nicht. Oh, jetzt ist das auch noch kaputt gegangen. Knack, meine Fresse. Ich mache demnächst dann noch ein Video darüber, über das Älterwerden und woran man es merkt. Ansonsten, wie immer, lasst ein Abo da, macht die Glocke an, dann verpasst ihr keine weiteren merkwürdigen Videos mehr von mir. Mehr Outtakes als Video.